Ja, servus. Jetzt habt ihr mich wieder sauber erwischt. Ich bin noch gar nicht fertig. Habe die Ehre und grüße euch zurück hier beim bewährten Vinyl-Nerd. Ja, ich mache nur kurz den Plattenspieler fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber ein bisschen Arbeit gehört noch gemacht. Und jetzt nochmal ein geschmeidiges Habe die Ehre. Zurück hier im Bastelkeller. Ja, und es ist der Wahnsinn, was mir meine Abonnenten, Kanalmitglieder oder auch meine Kunden hier auf diesem Kanal für Träume erfüllen. Ich habe nämlich wieder ein ganz, ganz tolles Kundengerät hier. Übrigens der gleiche Kunde, der letztens auch den 721er von Dual bei mir hatte zum Restaurieren. Oder zum Revidieren besser gesagt. Und jetzt habe ich ein ganz anderes Gerät. Ja, und da steht jetzt das tolle Gerät. Ich mache mal kurz den Deckel auf, dass man das auch schön sieht auf der Kamera. Ein Torrens Plattenspieler ist bei mir im Bastelkeller. Ja, endlich habe ich mal so einen Teil hier. Deswegen habe ich gesagt, danke für die Traumerfüllungen. Jetzt habe ich endlich mal so ein Teil hier stehen. Ein Torrens TD160S. Mark 5. Ha, ich hab's auswendig gewusst. Steht aber auch da vorne drauf. Also hätte ich es auch ablesen können. Aber auf alle Fälle ein sehr, sehr edles Gerät von Torrens habe ich da stehen. Ein riemengetriebener Plattenspieler von 1988 bis 1992 wurde der gebaut. In der Schweiz. Das ist ein echter Schweizer noch. Mit seinem absolut tollen Tonarm hier drauf. Mit seinem schweren Tonarm. Dem TP90 Tonarm. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus, weil das einfach ein wunderbares Gerät ist. Hier jetzt in der Mahagoni-Optik bzw. mit Mahagoni-Holz. Den gibt es aber allerdings auch in schwarz, matt das Ganze oder schwarz glänzend. Ich weiß es nicht genau, aber ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Und ansonsten ist es eben ein absoluter manueller Plattenspieler mit einer Endabschaltung am Plattenende, das heißt der Tonarm hebt sich am Plattenende ab und der Plattenspieler bleibt dann stehen und dreht sich nicht mehr weiter. Das ist alles, was der Plattenspieler hat. Der hat keine automatische Tonarmrückführung, keinen automatischen Start und so weiter. Man muss ja alles manuell bedienen. Das macht aber nichts, weil durch das, dass dieser Plattenspieler so einen tollen Klang hat, kann man das alles gut verschmerzen. Den guten Klang hat er übrigens wegen seinem gefederten Chassis. Wenn man jetzt hier oben nämlich mal kurz so ein bisschen rüttelt, dann sieht man, das Gehäuse selbst bewegt sich nicht. Nicht so wie bei den Dualplattenspielern, dass sich hier das ganze Chassis oben bewegt. Nee, das ist hier komplett fest. Und man kann hier den unteren Teil komplett bewegen. Das heißt, dieser Plattenspieler, so wie auch viele andere Plattenspieler von Torrens, der ist komplett entkoppelt. Also da kann man daneben dran mit der Faust auf den Tisch hauen. Das ihr seht, da bewegt sich überhaupt nichts. Der ist komplett entkoppelt, der Plattenspieler läuft weiter, beziehungsweise die Nadel bleibt schön in der Rille, auch wenn daneben getrampelt wird, sollten Kinder vorbeilaufen oder sollte mal jemand ans Regal kommen, ist das überhaupt kein Problem für diesen Plattenspieler, der läuft und läuft und läuft. Ja, dann kommen wir mal zu den Details von diesem Plattenspieler, beziehungsweise wie man den überhaupt bedient, weil da habe ich erst einmal selber nachschauen müssen, beziehungsweise den Kunden fragen, wie das genau funktioniert. Wir haben hier vorne eine Umschaltung zwischen 33 und 45 und das ist auch gleichzeitig unser Start- und Stopp-Knopf. Oder unser Start- und Stopp-Hebel. Wenn ich jetzt möchte, dass der Plattenspieler auf der 33 läuft, stelle ich den auf die 33, ganz klar. Das war wieder Logik pur. Wenn er dann starten soll, dann drücke ich diesen Hebel einfach nur mal kurz nach oben. Und schon läuft dieser, wie gesagt, riemengetriebene
Teller hier los, der übrigens sehr schwer ist, der hat knapp über ein Kilo. Den habe ich noch mal kurz seitlich ein bisschen aufpoliert, weil der war schon ziemlich matt. Das war ja das, was ich im Vorfeld noch gemacht habe, bevor wir mit dem Video gestartet sind. Ja, und dann läuft der Plattenspieler ganz normal auf der 33 und wie gesagt, am Ende würde er sich abschalten und der Tonarm würde sich anheben. Und wenn ich will, dass er wieder stoppt, dann gehe ich natürlich wieder mit der Hebelstellung auf die Stopp-Position. Das gleiche natürlich mit der 45. Stell rüber, drück gleich nach oben und dann läuft er mit der 45er Geschwindigkeit. Es ist kein quarzgeregelter Motor da drin. Es ist ein normaler 16-poliger Gleichstrommotor, der aber sehr gleichmäßig läuft. Das heißt, ich brauche hier keine Pitch Control, weil der wirklich noch super läuft. Der Kunde hat den auch im Jahr 1992 gekauft übrigens, zu einem damaligen Preis von knapp über 200 Euro. Zu D-Mark-Zeiten hat er noch 550 D-Mark gekostet, also man hat also diese 1:2 Umrechnung schon berücksichtigt hier. Ja, und dann kommen wir zu diesem speziellen Tonarm. Erst einmal vorne drauf hat sich der Kunde auch ein ganz, ganz tolles Tonsystem montiert. Hat er selber montiert, ich habe ihm ein bisschen dabei unterstützt. Aber es war überhaupt kein Problem, weil durch das, dass dieser Tonarm auch ein abnehmbares Headshell hat, kann man das auch ohne viel Gefummel hier auswechseln, dieses Tonsystem. Er hat sich hier drauf gebaut, ein Denon DL110. Ja, die meisten von euch kennen diese Tonsysteme, das sind MC-Tonsysteme, aber keine Angst, bei diesem MC-Tonabnehmer braucht man keinen MC-Vorverstärker oder einen MC-Eingang an seinem Verstärker, einen Phono-Eingang. Nein, das ist nämlich ein High-Output-MC-Tonabnehmer. Ja, hier kommen 1,6 mV raus, das heißt, wir sind im Bereich eines MM-Tonabnehmer-Signals und deswegen kann man dieses Tonabnehmersystem, ein MC-Tonabnehmersystem, Moving Coil, auch mit ganz normalen Verstärkern betreiben, die einen Phono-Eingang haben mit MM oder mit einem Vorverstärker, der auch einen MM-Eingang hat. Und das ist natürlich was, das ist natürlich spitze, weil ich kann natürlich diesen tollen Klang von diesem Tonabnehmer auch auf jedem x-beliebigen Stärker mit einem Phono-Eingang betreiben und brauche nicht immer extra umrüsten auf einen MC-Vorverstärker. Was gibt es noch zu sagen zu diesem Tonabnehmer? Er hat eine Frequenz zwischen 20 und 45.000 Hertz. Also deckt eigentlich die ganze Range einer Schallplatte richtig schön ab. Ja, und vom Tonsystem mit seinen 1,8 Gramm Auflagegewicht kommen wir natürlich jetzt auch hier hinten zu unserem tollen Tonarmlager, das hier oben den schönen Schriftzug Torrens noch drauf hat. Ein sehr innovatives Tonarmlager, wie ich finde, ist aber auch optisch ein absoluter Hingucker. Ja, einzustellen, eigentlich wie immer, wenn man so schön sagt, ganz normal einwiegen, wieder den Tonarm wieder in die Waage bringen. Ich habe euch das Ganze ja eh schon etliche Male erklärt. Ihr könnt euch aber gerne nochmal dieses alte Video von mir anschauen. Ist zwar schon ein bisschen älter, weil es ist schon 2 Jahre alt, aber es erklärt genau, wie man so einen Tonarm einwiegt. Zwar gezeigt an einem Dualgerät, aber trotzdem funktioniert das super. Und hier ist es eben genauso. Wir haben hinten unser Gegengewicht. Den Tonarm bringen wir in die Waage. Also stellen das Gegengewicht auf die Null, bringen den Tonarm in die Waage. Und dann stellen wir unsere 1,8 Gramm ein. Ich habe hier festgestellt, diese Skala hier hinten ist nicht so ganz hundertprozentig. Deshalb sagt euch am allerbesten so eine digitale Tonarmwaage, wie ihr sie hier seht. Die ist relativ günstig und mit der kann man sein Tonsystem hundertprozentig einmessen. Da wird das Gewicht digital angezeigt und auf die kann man sich wirklich hundertprozentig verlassen. Mit dem stelle ich alle meine Plattenspieler ein und ich habe noch nie Probleme gehabt. Deshalb habe ich das Ganze nochmal genauestens eingestellt und jetzt haben wir eben hier unsere 1,8 Gramm genau eintariert. Und natürlich muss ich auch das Anti-Skating bei so einem Plattenspieler einstellen. Und hier haben wir eine ganz innovative Lösung, ein Patent von Torrens selbst. Wir haben hier zwei Skalen drauf auf dieser Einstellung. Die linke Skala ist für sphärische Nadeln. Die haben eine nicht so genaue Abtastung wie jetzt eine elliptische Nadel zum Beispiel oder eine mit einem Shibata-Schliff.
ja, ich sage mal, das ist so eine Allround-Nadel, mit der kann man sich Musik anhören und das war es aber dann auch schon. Aber viele Details, die auf so Schallplatten teilweise draufgepresst sind von der Musik, die gehen da leider verloren mit so einer sphärischen Nadel. Aber zum Anfangen langen solche Nadeln auf alle Fälle, vor allem sie sind günstig und für Anfänger absolut geeignet. Ja, und dann haben wir natürlich doch die zweite Skala hier daneben rechts. Und das ist die Einstellung für unsere elliptischen Nadeln, die eigentlich auch so standardmäßige Nadeln sind. Und wie auch hier auf diesem Denon zum Beispiel drauf ist, da ist eine ganz normale elliptische Nadel drauf. Die tastet die Schallplatte um einiges besser ab und es kommt viel mehr Sound von der Schallplatte über unsere Lautsprecher und in unsere Ohren. Ja, und hier kann man natürlich jetzt auch wieder unsere, wie gesagt, dieses Anti-Skating einstellen. Wir müssen nur hier an diesem kleinen Rädchen nach links drehen, dann wird das locker. Da ist eine kleine Feder drin, die zieht es dann sofort nach hinten, also nicht erschrecken. Und dann kann man das Teil hier nach vorne und nach hinten schieben und stellt hier seine 1,8 Gramm ein, beziehungsweise Torrens sagt in der Anleitung, um 0,25 Gramm mehr soll man das einstellen, dass beide Kanäle wirklich gleichmäßig laufen. Ja, 0,25 mehr einstellen hier bei so einer Skala mit so einem riesen Knopf da in der Mitte. Ja, ist ein bisschen schwierig, ein bisschen tricky, muss man ein bisschen rumspielen vielleicht. Aber ich hab natürlich schon Probe gehört, den Plattenspieler, und beide Kanäle funktionieren wunderbar. Ich habe eine wunderbare Stereotrennung und ich habe da jetzt nichts rausgehört. Vielleicht bin ich auch schon halb taub, aber zumindest läuft er jetzt wieder wie eine 1. Zur nächsten Besonderheit schauen wir uns den Plattenspieler mal von hinten an. Ja, wir haben hier so einen kleinen Anschluss. Ja, und der Anschluss ist unsere Stromversorgung. Torrens hat es so gehandelt, um keine Fehlfrequenzen jetzt in unser Tonsystem hier reinzubringen mit irgendwelchen Netzteilen, Trafos oder sonst irgendwas, hat Torrens das so gelöst. Die haben ein externes Netzteil, das ist so ein kleines Steckernetzteil mit 16 Volt. Hat an der anderen Seite natürlich einen kleinen Stecker dran und den muss man nur hier hinten einstecken und schon ist der Plattenspieler mit seinen 16 Volt Strom versorgt. Und ich habe hier komplett einen abgeschirmten Plattenspieler, wo wirklich nur diese 16 Volt Gleichspannung drin sind, die keine Fehlfrequenzen produzieren. Zusätzlich ist der Plattenspieler natürlich wieder noch geerdet. Ich habe hier mein Erdungskabel, das ich auch an meinem Vorverstärker anschließen muss. Und unsere Audiokabel gehen natürlich auch wieder hinten in meinen Vorverstärker. Ja, und das Außengehäuse habe ich wieder mit meinem Polyboy wieder mal aufpoliert. Beziehungsweise, das war jetzt schon die vierte Behandlung, weil das war auch schon sehr blind und man hat die Maserung schon gar nicht mehr richtig rausgekannt. Aber jetzt schaut es wieder richtig toll aus und es glänzt sogar ein bisschen so seidenmatt. Also jetzt schaut es wieder richtig, richtig toll aus. Also das Polyboy hat wieder ganze Dienste geleistet, ist richtig schön tief eingezogen in das Holz. Und jetzt schaut er wieder wirklich aus wie aus der Fabrik oder wie aus dem Laden, wie ihn der Kunde damals gekauft hat. Ja, meine lieben Freunde, das war wieder ein kleines, feines Technikvideo. Ich wollte euch nur diesen tollen Plattenspieler mal vorstellen. Der hat wirklich einen ganz, ganz tollen Klang und es ist auch wirklich ein, wie man schon sagt, ein wirklich tolles Designgerät, wie ich finde, aus der Schweiz. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns ganz bald wieder. Servus.